Neue Ausrüstungskits freigeschaltet. Oh Gott. Hast Dinge du passieren. DLCs gekauft oder was? Nein, eigentlich nicht. Alex ist der, der alle DLCs hier hat. Der hat sich alle DLCs gekauft. Eigentlich nur einen. Ja. Mm. Kann ich hier irgendwo schießen, ohne zu töten? Oh, das Geräusch ist gut, aber es ist zu leise, glaube ich. Sehr original. Ja, das ist halt, das klingt halt wirklich wie in dem Film. Ich glaube, du musst die Charakterklasse nehmen mit der Smart Gun. Ist es, das ist die, ja, das ist die große Frage. Also, wenn ich mich an unsere Alien vs. Predator-Zeiten von damals erinnere, da war ich entweder dann war das Alien deine Waffe. Ja, das war meine Waffe. Oh mein, hier, was, Alex, Chucky, wie ist das Spiel, was wir eben gerade gesehen hatten, was ich gespielt habe? Vor 10 Jahren? Alien Swarm. Da habe ich auch immer die mit der Smart Gun genommen. Das ist meine Waffe. Die Smart Gun. Aber ich glaube, wenn ich das richtig sehe. Man kann auch die Waffen. Nee, kann man nicht. Okay. Das kann man nicht. Aber also, ich sage mal so: Ich glaube, ein Arzt wäre eine gute Sache. Einfach nicht sterben. Easy. Freiwillige vor. Ich glaube, da müssen wir drüber reden, genau. Also ich glaube, das ein Doc ist auf jeden Fall wichtig. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Techniker wichtig wäre wegen dem Wachturm. Bin ich gekommen zum Heilen, ich bin gekommen zum Schießen. Okay. Ja, dann mach erst einen Doc versprochen, der später nicht mehr, wenn wir besser sind. Genau. Man levelt ja scheinbar alle Klassen einzeln. Wir reden mit, ich rede mal mit Lieutenant Santos. Shake the cryo freeze off, Marine. We got woke by a distress call. Dr. Tim Honecker sent a Mayday from an orbital refinery. Okay, wir haben Mayday bekommen. Ich bin Xenomorphs, mehr muss ich nicht wissen. Okay. Zeig mir, wo ich hinschießen muss. Genau. Dr. Herrera, before you deploy. Oberste Priorität, wir müssen Dr. Hönecker packen. Das ist explodiert. Hey, we didn't get a chance to brief earlier. Short ist egal. Rede nicht mit mir. Also welche Klasse spielt Alex jetzt? Ich hab einfach den Gunner genommen, das oberste. Gunner. Also, Ziel, das Feuerteam, das ist Feuerteam, das ist eine Rettungsmission. Ihr betretet Katanga, eine verlassene Orbitalraffinerie. Ihr dringt durch die vordere Luftschleuse ein. Ihr ortet, sichert und evakuiert Dr. Tim Hönecker, ein Wissenschaftler der Weyland-Yutani. Macht euch bereit, Leute. Brauchen wir einen neuen Timmy. Frage, spielen wir auf einfach, Standard oder heftig? Heftig. Ei, heftig. Und Garten. Insane. Kennen wir leider nicht. Heftig ist das höchste, was wir spielen können bisher. Ja, ich weiß, es ist nicht für uns. Hallo, wir haben GTFO gespielt. Das heftig geht da nix. Das stimmt. Irgendwer muss noch, ein gewisser Chucky muss noch auf Go klicken. Ich muss selbst das Schild auch noch auswählen, okay. Fireteam, this is a rescue mission. Was, Challenge Cards? Katanga, a derelict orbital refinery. Irgendwie gibt's hier Progressionsressourcen und man kriegt extra Credits, wenn man Bonus-Schwierigkeiten-Scheiß macht. Aber ich glaube, das lasse ich erstmal. Ich glaube auch. Vor allen Dingen kann scheint doch random zu sein, ne? Ich habe irgendwie 3 Karten. Eine ist irgendwie voll komisch, da werden wir von irgendeinem unzerstörbaren Gegner verfolgt. Ich habe keine Karten. Ich habe auch keine Karten. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Pay to win. Pay to lose wohl eher, dieses Modifier. Wir brauchen übrigens eine Kampfkraft von, empfohlene Kraft von 150, wir haben 155. Na, dann sollten wir das ja super leicht schaffen. Super leicht. Wir haben keine Ahnung. Sind wir 3% besser als empfohlen. Sehr schön, dass du das spontan ausgerechnet hast. Der Kringel dreht und dreht. Ich will nicht, dass es lädt. Oh Gott. Geht's los? Geht los. Okay, das war ja unzeremoniell. Sehr unzeremoniell. Wir sind da. Der Weltraum! Unendliche Weiten! Ich dachte, wir sind auf dem Planeten. Na und? Kann doch trotzdem der Weltraum sein. Aber stimmt. Ich dachte auch. Ja, ja, wir müssen wandern durch den Weltraum. Deswegen wir brauchen. Achso, was? Was? Wir brauchen einen Deckplan. Wollen wir. Nur mal ganz kurz nebenbei. Wollen wir mit Taktik spielen oder laufen wir einfach rum und sterben? Also wundert euch nicht, wenn ich ständig Granaten werfe, weil das auf E liegt und Benutzen auf F ist und ich wahrscheinlich das sehr oft verwechsel. Oh nein. Das kenne ich. Also, Deswegen begrenzte Granaten. Ja, das scheint ein 30 Sekunden. Also wir kriegen wohl irgendwie einen Recharge, wenn wir zusammenstehen. Ein Recharge? Was kriegen wir denn? Da steht irgendwas plus 30% Recharge, wenn ihr bei mir steht. Haben wir was nur 4 Tode?
Oder was genau, bedeutet was das vier Totenköpfe da oben? Wahrscheinlich, viermal aufheben. Okay. Ja, das ist die Frage. Spielen wir mit Taktik, laufen wir nur rum und machen Blödsinn? Ja. Okay. Ich weiß halt noch nicht, was die beste Taktik ist. Also, na, die Taktik wäre zum Beispiel mit... Besten Wissen und Gewissen spielen. Dass ich nach vorne und ihr beide nach hinten deckt, weil ich habe die Smart Gun und solche Späße, weißt du? Haben wir einen Scanner oder sowas? Was ist das denn hier? Steuerung? Oh! Sehen wir Gegner automatisch auf unserem Kompass? Cover-Shooter? Piu-Piu, weil die Xenomorphs nämlich auf uns schießen werden. Ja, es gibt ein Cover-System, okay. Hier ist auf Moor, wo ist meine Kettensäge? Da hinten ist... Falsches Spiel. Hier ist ein... Bist du freundlich? Haben wir einen Nahkampf? Schieß mal drauf. Ach, das ist doch hier nur so ein Robomann. Wir haben keinen Nahkampf. Kann ich mal komplett anschauen. Ich guck mal in die Controls. Guck mal in die Controls. Wir verlieren übrigens keine Keyboard. Munition beim Nachladen. ADS, Kit, Roll, Interact, Melee, auf V. Ah, wie jedes gute Spiel. Direkt mal auf die Maustaste legen. V wie Nahkampf. Und ducken oder Cover direkt mal auf C stellen. Was? Ne, C ist irgendwas anderes. C ist, was ist denn C? Hey, check this. Consumables. Ich hab keine Ahnung. Wenn man wahrscheinlich irgendwas findet. Vier? Knarten oder sowas. Gesundheitsbereich. Vier ab, mit vier heilt man uns. Was? Welche Taste ist, Westlines? Ja, mittlere Maus, das ist irgendwas anpingen. Wenn ich den Typen anpinge, dann kommt irgendwie so ein, Gegner. Wir können ihn doch erschießen. Emotes. Also er ist auch rot. Grund dreht sich mein Charakter nicht mehr. Ich guck die ganze Zeit in dieselbe Richtung. Das ist voll merkwürdig. Hey, du hast scheinbar irgendwas... Ja, ich seh's. Hast du irgendwas... hast du irgendwie die Bewegung ausgemacht? Also die Kamerakontrolle? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt einmal... Hab eine Dodge-Roll gemacht, jetzt geht's wieder. Okay. Also er ist auf jeden Fall... Free Experience. Wenn ihr auf ihn zielt, wird das Fadenkreuz rot. Ich würde sagen, er ist böse. Na, dann mach mal weg. Hat's Loot gegeben? Keine Ahnung. Ich nehme auch XP zur Not. Gibt's XP irgendwo? Weiß ich nicht. Du hast hier schon drei Karten freigespielt. Ich hab mir die nur gekauft scheinbar. Ich weiß gar nicht, wo die her sind. Ja. Begrüßungsgeld oder so. Nur weil du aus dem Osten kommst. Jetzt irgendeine Karte. Ich weiß doch nicht. Lad mir die Karte runter, Doc. Give me a second. Okay. I got a deck plan. Backup generator is beyond Honecker's ping. We can kick it after we grab him. Da sind dafür noch weitere von den wie heißen die? Synths. Ja, genau, Synths. Synths. Hey Nadine, willkommen zurück. Hey Nadine. Our man should be in the junction ahead. Okay, in der Kreuzung voraus. Bestimmt keine Falle. Jetzt könnte man Gegner auftauchen. Sei doch nicht so ungeduldig. This is the Colonial Marines, you hearing me? Wir werden es noch früh genug zerlegen. Nach! Oh. Wie ist der Schwierigkeitsgrad? Anstrengend? Entspannt. Säureschaden? Ach ja, nach oben gucken, ich vergaß. Da hinten ist einer gelaufen. Was? Ist der Säure von der Decke oder was? Und wer ist da lang gelaufen? Ich weiß es nicht. Was ist das? Kill him! Ich will nicht auf die rote Fass schießen, muss ich mal ganz kurz festhalten. Was sagst du, aufs Fass schießen? Ja, genau. Fireworks. Genau. See this? Look at this. Right here. Check this out. Er sollte genau da sein. Ich habe, da ist er. You see this? Detonator. Oh, was? Nope. Oh, noch mehr. Deckt einer nach hinten? Okay, dann habe ich nichts zu tun. Okay, ich weiß halt nicht, ob die von hinten noch kommen. Sehr schön. Ah, guck mal, von hinten? Ja, da kommen sie, ganz viele. Das sind so schön gelb umrahmt. Das ist echt angenehm. Also ein Headshot-Sound muss auch schon, der passt also gar nicht in das Spiel. Okay. Wofür sind die roten Kreuze, wenn ich einen Kill gemacht habe, oder? Headshots. Mach ich was falsch? Headshots, okay. Okay. Kopfschüsse machen mehr Schaden. Ja, gut, dass sie aus ziemlich viel Kopf bestehen. Das war jetzt simpel.
Gut, ich habe auch die leichteste Waffe in der Hinsicht. Ach, so ja. Grob in die Richtung halten. Das entspricht deinem Skill-Niveau. Oh, warte mal, Loot. Ja, das stimmt. Loot! Gehst Verstecktes auf? Lager. Statisches Raster, erweiterter Feuerdämpfer, gerissene Anfänger. Was? Verbrauchsmenü. Okay. Ich glaube, das sind Sachen zum Unlocken. Du hast eine Sentry Gun oder so gefunden, den du beim nächsten Mal mitführen kannst. Okay. Nee, ich habe auch für Gegner in der Nähe Schaden zu und verlangsame, das habe ich was bekommen. Statisches Raster, das kann ich verwenden jetzt mit C. Achso, okay. Das ist aber nur einmal. Für mich sah das so aus, das eine war ein Waffenmod. Ja, also das eine war auch eine Waffenmod, das stimmt. Ja, Waffenmod, aber glaube ich außerhalb der Mission. Genau, aber da war auch ein. Guck mal, ob du auf C jetzt auch was hast. C. Alex. Achso, ja, da sind die Sachen, die ich ausgerüstet habe. Ich hatte irgendwelche Minen oder so mitgenommen. Und eine Sentry Gun. Okay. Hat jetzt jeder von uns was bekommen, weil du die Kiste aufgemacht hast? Nee, dann muss ich wieder. Funktioniert das so? Ich habe was bekommen, aber. Achso, jeder muss die Kiste selber aufmachen. So rum. Ja. Ah, verstehe. Für jeden eine Kiste. Genau. Freundlich. Machen wir jetzt Security Boot. Okay. Das lockt bestimmt keine Gegner an. Nee. Bisschen easy peasy. Alles entspannt. Können wir hier auch wieder zumachen? Nee. Das wäre ganz gut, wieder zuschweißen. Alien! Oh, der hält nicht mehr aus. Der spritzt aber schön. Das ist aber übertrieben. Sorry. Passiert. Wollt ihr nur den neuen Nachbarn begrüßen kommen? Ja, aber ich bin überrascht gewesen von ihm. Da ist noch eine Kiste, glaube ich. Ist halt ein unfreundlicher Nachbar. So mache ich das bei allen Nachbarn. Oh, Munition? Ja, sehr witzig. Munition! Oh, Gegner! Ja, du machst das schon. Von der Seite kommen auch noch welche. Andere Seite. Ich gehe mal auf die andere Seite. Wo kommen hier noch welche? Ich sehe Pings, aber ich sehe keine Gegner. Da oben. Ach du Schande. Schaffst das? Ja. Au. Nicht sterben. Voll ins Gesicht. Wie sieht's aus bei euch da drüben? Der eine hatte einen Namen gehabt. Ja, hier ist auch ein Spitter. Der spuckt. Stand da wie Xenomorph Burster oder so. Ist das der da kommt ein Spitter, kommt zu euch, der ist, ja, dann Spitter kommt zu euch, der ist fast tot. Ja, ist er tot. Sehr gut. Ach ja, hier. Ich muss mal nachladen. Ah, schön, dass hier Munition ist. Easy peasy. Ah, endlos Munition ist was Schönes. Ich würde, bevor ich die Tür öffne, sollen wir mal ein bisschen plündern? Oder gucken, ob was zu plündern ist? Hände hoch. Okay. Hat nicht auf meinen Befehl gehorcht. Okay. Oh Gott, Chucky ist verletzt. Oh nein, ja. Game over. Wir müssen ihn töten. Ist bestimmt von einem Alien infiziert. So wie so ein Pferd, was sich ein Bein gebrochen hat. Noch eine Lösung. Okay, ich sehe nichts. Die Türen sind benutzbar. Ne, warte, hier ist irgendein Ping. Ja, genau, wir müssen die Türen öffnen. Oh ja, dann. Aber das wird natürlich die Gegner daran hindern, hier reinzukommen. Ich verriegle mal, ich löse mal. Anyway, I'm thinking we can track the doctor using station logs. There's a data line just starboard of your position. Das ist ein Steuerbord. Ja. Oh, Gegner! Oh, Huhn. Vorsicht, in dieser Tür kommt ein Spitter. Spitter ist tot. More like Quitter. Kommen die denn überhaupt her? Aus der Decke. Ich glaube, irgendwas stimmt mir. Komischen Wandlöcher. Kann auch sein, dass das Spiel ruckelt. Was ruckelt bei dir? Das ist aber nicht gut. Ja. So ganz kurze Ruckler hab ich. Oh, Gegner. Was
das sowas, wo die endlos lang spawnen, bis wir in der Mission weitermachen? Maybe. Da kommen auf jeden Fall immer zwei neue. Oh. Das Call of Duty Modell? Ja. Aua! Oh. Oh. Help. Aua, aua, aua. Ich muss mal ganz kurz eine Runde gehen. Oh Gott. Ich muss mal ganz kurz. Ah, ich werd gehackt. Hack zurück. Halb so wild. Achtung, noch mehr. Sicher erstmal den Motion Tracker, den ich da unten rechts habe. Übrigens, das Motion Tracker unten rechts, da wird angezeigt, wo die Gegner kommen. Lass mal nochmal Loot suchen, Munition holen. Ach, hier müssen wir eh hin. Das ist der Hub offensichtlich. Oh, oh Gott, hier explodiert was. Stimmt, wir haben hier noch Special-Fähigkeiten. Ja. Ich hab schon wieder E gedrückt, um die Kiste zu benutzen. Ja, aber das warum ist, funktioniert das nicht? Drück nochmal E und dann wirft er die Granate, anstatt sie wegzustecken. Ah. B. Oh, hinter uns? Hinter uns. Tür zu. Tür zu, sag ich. Vor uns aber auch. Hm. Aua. Oh, ein großer. Wie groß können die schon sein? Klebt die Granate an der Decke, das ist doch albern. Das war stressig. Vorsicht! Noch mehr? Wo kommt ihr denn alle her? Links. Muss ein Nest sein. So, aber du bist doch Arzt, Chucky. Ja. Was kannst du als Arzt? Du kannst so ein Ding platzieren, das heilt. Aber ich weiß nicht, wie oft ich das machen kann, deswegen spare ich es mir. Ist das ein Q dann eh? Q, ja. Dann kannst du das so oft drücken, wie du möchtest, das hat nur einen Cooldown. Was glaubst du? Minzig. Mm. Ich kann es sogar wieder aufheben, einfach. Das lockt die Gegner an. Ja, aber wirklich, ich sehe auch Gegner irgendwo. Über uns oder so? Über uns war blöd, da möchte ich nicht. Wo denn? Wo? Hinter uns? Süden? Keine Ahnung, ich habe keinen Kompass. Kann nur ein Ping setzen. Komm mal weg da. Geh mal weiter, Alex. Die Gegner werden schon, die werden schon mit zu uns kommen, wenn sie wollen. Gegner, wenn sie mit uns spielen wollen. Jetzt durch die Tür und so. Die können Tür nicht öffnen. Wenn das mal nicht Bewegungssensortüren wären, ja. Das ist so dumm. Naja. Wo sind das viele? Wo sind das viele? Halt mal die Tür auf, Katar. Alle tot. Das ist gar nicht so viele. Ein Bullshit. Oh Gott, hinter dir! You see this? Die hing an der Decke. Mhm. Ist ja gemein. Drecksack. Da ist irgendwas. Oh Gott. Also hier ist Munition und irgendwelche ganz besonderen Dinge. Ganz besondere Dinge. Ja. Ganz besondere Dinge. Machen die Vergnügen? Ich weiß es noch nicht, aber hier sind ganz besondere Dinge. Eine Kiste ist hier zum Beispiel. Ein Wachgeschütz habe ich bekommen. Und hier sind Verbandskästen. Wir brauchen sowas. Na, weiß auch nicht. Weiser Voraussicht, haben wir doch einen Medic mitgenommen. Okay. Wo stellen wir den Sentry hin? Sentry. Und wo kommen die denn? Ja. Ist die Frage. Also ist ein links, ein rechts. Okay. 8 Kids maxed. Achso, ich habe ja selber ein Medikit dabei. Ja, auf der 4. Stell dir mal so an, bis man die Treppe. An die Treppe, das nach Game unten? Will uns was sagen, dass wir jetzt hier Sentries aufstellen sollen? Ich würde den nach... Ich hätte nie... Wo hast du den hingestellt? An die Treppe, okay. Hast du auch einen? Oh, ich glaube, da kann ich nach unten schießen. Ja, den hat so ein Pokéball hingeworfen, da war dann Sentry da. Ich stelle mal meine Sentry aus Spaß mal nach da. Ist ja putzig. Okay. Seid ihr bereit? Oh ja. Ah, Chucky macht schon. Sollen nur kommen.
Prepare for battle. Oh nein. Ich stelle hier noch mal ein Heilding hin. Bleibt das ewig da? Ja, einfach mal die Lüftungsschächte zu machen können. Hier drüben ist bisher recht entspannt. Oh, da sind Bosse. Sag doch was, redet doch mit mir. Oh Gott. Okay, der Wert, der an der Sentry dran steht, ist nicht die Munition, sondern wie viel Life die hat. Schauen wir. Das brennt dann auch. Passata, okay. Oh, den hallo! Stehen hauen? Wir haben viel Erfolg! Das will ich sehen! Kann ich meinen Sentry wieder aufheben? Nee, kann ich nicht. Mensch, mir fehlen 50 Life. Ich muss unbedingt Medikit benutzen. Apropos Medikit benutzen. Irgendwie komische Katzen. Nur die guten Katzen. Lustige Katzen. Miami wünscht uns viel Spaß. Wolfi, die machen Vergnügen wie einem Kaninchen eine Karotte. Was? Und was war das? Oh, wer ist die Karotte in der Metapher? Wir. Ah, ich bin gepackt. Mach doch nicht sowas, roll doch, Leertaste. Ja, ist ja gut. Ist ja am Fauchen hier. Wirklich? Ich hab ja Leertaste gedrückt, hab mich trotzdem gepackt. Ja. Wo denn? Oh Gott. Weiß ich. Uhuhu. Von links. Au. Oh, ist das eine angenehme Waffe. Das ist die Skill. Oh Gott, da kommt ein großer. Ach, ich dachte, wie den Panzer da. Links. Oh, das sind aber jetzt ganz schön viele gerade. Möchte ich mal ganz kurz festhalten. Erwartet das Game irgendwas von uns? I have completed my analysis. 2 weeks ago. The mainframe on Deck 41 was accessed. Meine Munition hält sowas auch nicht ewig aus. Schwach. Ja, ich weiß. Lass uns mal gehen, oder? Dann musst du deine Pistole benutzen. Das ist eine gute Idee. Die hat, glaube ich, endlos Munition. 10 Schuss. Ja, aber du kannst endlos nachladen. Sehr geil. Na toll. Spawnen gleich mal Viecher hinter uns. Oh, ist die Pistole kacke. Hinter euch. Das war vor mir. Das ist noch eine Sekundärwaffe, oder? Ja, habe ich noch. Ich wollte es nur ausprobieren. Ja. Hier sind ganz viele Explosivfässer. Die Smart Gun ist doch deine Sekundärwaffe, oder? Naja. Oh, oh. Primär ist meine Primärwaffe. Oh, Quicktime-Events und so. Ah, hier ist Munition. Aha, ich habe ihn getreten. Keine Ahnung, ob das irgendwie effektiv war. Ich gehe mal ganz kurz Munition nachladen. Der, damit ich euch treten kann. Oh, kommen da viele. Oh, kommen da viele. Woo! Auto aim for. Okay. Beep, beep.
Oh, komm, na, die explodieren, die gemeinen Buben. Ja. Munition. Munition. Kata versteht den Witz. Ich verstehe jeden Witz. Ich kann doch nicht über alles lachen oder so. Ist hier noch eine Kiste mit Loot? Nicht. Check das kurz, mal. Können wir gucken uns ganz kurz um, genau. Mhm. Mal die Treppe runterrollen. Man kann nicht das Geländer runterspringen. Warum auch immer. Mieses Spiel. Mein Geld zurück. Oh. Aua, mein Knie. War da hinten was außer Gegner? Das kann ich nie wieder Abenteurer werden. I wanted to become an adventurer, but then I got the alien on my knee. Gut, tragisch. Map. 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 When we reach Honaker, we're gonna have to ID by his blood or by his teeth. I got a pool running. Oh, oh Gott. Okay. Danke, dass du ihn abgefangen hast. Bitte. Menschliches Schutzschild, Mann. Was? Ach, ja. I'm doing my part. Erinnere mich ein bisschen an Dead Space. Look at this. Ich meine, es ist Sci-Fi. Ja. Somebody actually paid for safety rails. Da fehlt ein Kabel, da ist eine Schraube locker. Machen wir jetzt auf dem Raumschiff oder nicht so? Was ist denn das? Ich weiß es nicht. Eine Station, oder? Wie groß ist die Station? Wie viele lebten da und wie viele habt ihr schon gekillt? Sehr groß, sehr viele viel und sehr viel. Viele. Was ist das okay. Gelbe da unten? Oh mein Gott. Oh, da kommen Gegner. Mhm. Ach ja, auf so engen Räumen ist natürlich die Shotgun ideal. Irgendwie ne? Ist mein Waffensound verpackt, das klingt sehr seltsam. Kata versteht was? Nein, ich verstehe nichts. Wo seid ihr hin? Da. Folge dem Story-File. Hm. Oh. Die Tür öffnet sich nur für Gegner! Wie unfreundlich. Den Gegner-Sensor eingebaut. Ich möchte Kritik äußern. Wenn das ein Raumschiff ist, wo kommen die ganzen Xenomorphs her? Die haben bestimmt eine Königin irgendwo hier rumliegen. Ja. Hier liegt Zeug. Irgendwie habe ich jetzt meinen. Ah, mit Shift. Wenn man anvisiert und Shift drückt, kann man die Kamera auf die andere Seite setzen. Shift? Ja. Ja. Brandgeschosse? Achso, beim Zielen, ja. Oh Gott. Muss man ja aufpassen. Also, du schießt doch hoffentlich ohne Zielen. Wieso heilst du mich? Weil du mir relativ ins Kreuz reingehst. Warum heilst du mich? Mann, geh doch mal weg! Auf mich zu heilen! So, jedes Mal heilst du mich, ich bin voll live! Ja, Entschuldigung! Nee, ich bin sehr aggressiv hier im Teamplay. Ich merke das. Okay, das wird ja bereitet auf den Kampf vor. Ich würde sagen, wir bleiben wieder hier stehen. Wir stellen unsere Geschütze. Was ist denn hier in dem Kasten? Eine allgemeine. Diese. Ich meine, hier stehen schon wieder so Hüfthöhen. Hüfthöhen. Und wie benutze ich die Brandmunition? C. Wie ist die Story von dem Game? Wir sind Soldaten. Unsere Aufgabe ist, geht herein, findet jemanden. Macht sie alle tot. So, alle bereit? Nee. Gut. Ach ja. Kann ja noch irgendwie Minen platzieren. Okay, geht los. Big Damn Signal? Boss Mobs. Wie sie fliegen!
Guckt jemand auch nach hinten ab und an mal? Da ist nix. Weil wir ja keinen Turret in die Richtung gestellt haben. Schlau wie wir sind. Jetzt kommen sie alle von links. Faszinierend. Ja. Spitter? In der Mitte. Warte. Was tut? Hat sich ausgeknuspert. Hi, Mark. Phantom. Oh, ein Schildsplitter wieder. Hinter uns kommen Gegner. Okay. Ich halte mal nach vorne mit, weil hier ist auch einiges, was ich nicht haben möchte. Ich mache mal ganz kurz den. Knusprig. Oh, hier kommt ein Krieger. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Mach mal Türme kaputt, der Arsch. Die machen unsere Stadt kaputt. Oh, da kam einer von der Seite. Ja. Oh, sind das viele. Ach, da oben ist ja ein Timer, alles klar. 30 Sekunden, deswegen wurde gerade so viel, ne? Ich denke mal, weil die Sentries langsam weg sind. Langsam? So ein bisschen. Muss nachladen. Fünf Sekunden noch. 4, 3, 2, 1. Krieger. Oh Gott, sind das viele. Sollen wir laufen oder töten wir? Ich wurde gepackt. Pack zurück. Ich wurde auch gepackt. D. Ich weiß nicht, wo W ist. Ich glaube, ich bin hier in einer Sackgasse. Ich auch, ja. Das war nicht richtig. Ich bin hingefallen. Weg. Keine Sorge, so. Ich habe 110 Sekunden. Komm mal zu mir, Alex. Wenn du möchtest. Oder geh zum Arzt. Auch gut. Stell irgendwo hin, ich kann gerade nicht. Ich habe keine Munition. Oh mein Gott. Geh an die Munitionskiste. Das ist eine gute Idee. Ich habe so viel geballert gerade. Oh. Sonst bitte. Alles tot. Huh. Gut. So irre. Direkt vor der Munitionskiste. Clever. Das ist eine gute Sache. Sie lernen. Wollen wir mal gucken, da lootest du dann auch. Ja, komm, passiert ja gerade nichts. Ich glaube, wir haben alles getötet. Ja. Ich glaube, dass diese. Ich kann gleich wieder lesen. Ihr solltet da viel mehr draufhauen. Musik. Da geht ja wohl noch einiges mehr. Die dreht bei mir immer noch auf. Gebt euch mal Mühe, Jungs. Bei mir auch. Ja. Bla bla bla. Ich glaube, dass das Spiel wollte, dass wir fliehen. Und wir sind einfach zu gut. Ja, zwei von uns. Ich möchte darauf hinweisen, dass zwei von uns im Aufzug standen. Okay. Einer von uns wollte zu sehr töten, weil er hat eine Smart Gun. Ich wusste nicht, dass ich schon im Aufzug. Ich wusste auch nicht, wo der Aufzug ist. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Ich wusste nicht, wo er ist. Die sieht ja auch alles gleich aus. Ja, das stimmt schon. So, was habe ich denn jetzt hier überlesen? Lol, wie unnatürlich der gerade über den Boden schleift. Haben sie einfach eine First-Person-Störung? Wir waren schon in dem richtigen Ding hier, das ist ein Fahrstuhl. Ich dachte, ja, ich fehlte. Du bist in die falsche Richtung gelaufen. Versteck. Katte hatte Blutdurst. Ja, das sowieso. Belohnungen. Essen. Blutwurst. Gibt Schnitzel. Als Belohnung gibt Schnitzel. Submachine Gun, ja. Okay. Ich habe
habe ich jetzt Sachen bekommen? Ich habe eine Mündungsbremse, Maschinenpistole, Credits. Alter. Ich glaube, die linke Spalte ist das, was für Kater hat einfach mal so viele. Bonus. So viele Kills wie bei zusammen gemacht mit seiner scheiß Smartcard. Ich möchte keine Schussgenauigkeit. Alter, die Schussgenauigkeit. Guck mal, wie viel Schussgenauigkeit ich habe. Performance. Oh mein Gott. Ja. Spielt sich von allein das Spiel, ne? Ja. Schon ein bisschen. Also, der Smartgun schon anscheinend. Der Smartgun auf jeden Fall. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!